Was kaut am Schwanz, einst war Kasa ein Programm zum Saugen, heute ist bei Kasa Saugenprogramm. Du Lutgios Geschlechtsteil, ihr betreibt so viel Inzest, du könntest gleichzeitig sein Stiefsohn und Dad sein. Du hängst so oft an seinem Ständer, bis er spritzt, mittlerweile kannst du deine Mom durchs Vorzelecken schwängern. Ad Vatertag und Kasa als ein bares Ab dabei, der Partnerschaft der Gartner ist nicht nur Papa mal was mit der Mama hat. Ich schäme mich für dich so widerlich fremd, wenn du ein Mensch wärst, dann wärst du ein Familienmensch. Du verkehrst mit deinem Pack und dein Julien-Pack von Fritzl, ist wird das hier schwerer als gedacht. Ihr fickt Splitternacht und sicherlich mit Leidenschaft. Wärst du eine Frau, dann hält sich deine Sippe schon verdreißigfacht. Und nun hauen sie sich wieder täglich den Pint in den Arsch und sehen dabei aus wie ein siamesisches Zwillingspaar. Du steckst im Pack deines Bruders, der Klon eines Niemands. Dank Gartner-Gene geboren zum Verlierer. Eure Tötung mit der Axt wird anschaulich beschrieben, von der Wurzel allen Übels bis zum Stammbaum der Familie. Du steckst im Pack deines Bruders, der Klon eines Niemands. Dank Gartner-Gene geboren zum Verlierer. Halt kill ich Kasa und weiß, dass sie nach Neo kommt, als wär ich das Orakel aus Matrix 1. Deine Ma hat für euch keinen Stolz, keine Begeisterung, ihr seid das Resultat von erfolgreichen Vergewaltigung. Dann bist auch doch du aus ihrem Mutterleib gekommen und sie hat sich mit rostigem Besteck die Fruchtbarkeit genommen. Hätte ich jetzt einen groß gewordenen Rapper, hätte ich lieber eine totgeborene Schwester. Du kannst den Kampf kaum gewinnen, auch wenn ihr beiden Arschbacken den Shit zusammen rausbringt. Und glaubt, die Scheiße wird der Renner doch auch zwei. Dumme Menschen sind nicht so schlau wie ein Intelligenter. Das Ding mit der Krone hast du ja ordentlich verdreht. Dein XC bei dir nur ne Krone, wenn du vor mir stehst und gehst. Das ist für dich nicht mehr hinzubiegen. Du hältst dich für den König, doch ich leg den Vogel auf Eis und dann nennt er sich Kinui. Du stehst im Stand deines Bruders, der Klon eines Niemands. Dank Gartner-Gene geboren zum Verlierer. Eure Tötung mit der Axt wird anschaulich beschrieben, von der Wurzel allen Übels bis zum Stammbaum der Familie. Du stehst im Stand deines Bruders, der Klon eines Niemands. Dank Gartner-Gene geboren zum Verlierer. Eure Tötung mit der Axt wird anschaulich beschrieben, von der Wurzel allen Übels bis zum Stammbaum der Familie. Ich hab deine Welt zerrissen. Du bist so geil auf Geld und Bitches und Payment bist. Ich lese die Story mit einer Lamba und der Flasche und dachte, wahrscheinlich hast du schizophrener Hurensohn sich selbst geschmissen. Treff ich deine Mama in der Menge, hat sie die Stolze voll von Bullen wie Baggerfahrer in Rente. Irgendwann kriegen wir die Fotze, die Idee mit der Flasche war schon genial. Genie in der Borgel. Nun muss sie sich täglich eine Stunde um die Augen schminken. Dafür hat sie eine Flasche geköpft, ohne sie auszutrinken. Das ist widerlich und böse, doch hier geht es halt um Flaschen, so wie bei der Erziehung ihrer Söhne. Dass das fair ist, müsst ihr eigentlich wissen. Ich meine, sie hat zwei geworfen, ich hab eine geschmissen. Immer wenn sie auf ihre Narben in einem Spiegel blickt, denkt sie an den Rap, den ihre Gartner-Familie. Du stehst im Stand deines Bruders, der Klon eines Niemands. Dank Gartner-Gene geboren zum Verlierer. Eure Tötung mit der Axt wird anschaulich beschrieben, von der Wurzel allen Übels bis zum Stammbaum der Familie. Du stehst im Stand deines Bruders, der Klon eines Niemands. Gartner-Gene geboren zum Verlierer. Eure Tötung mit der Axt wird anschaulich beschrieben, von der Wurzel allen Übels bis zum Stammbaum der Familie.